Es darf wieder gestritten werden. Und zwar so vielfältig und divers wie lange nicht mehr. Das Spektrum reicht von den regelmäßigen Fridays for Future Demonstrationen der Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten über den richtigen Umgang mit dem dritten Geschlecht und der Diskussion darum bis hin zur Feminismusdebatte rund um Hashtag MeToo bis hin zu den Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften und dem Steuerbetrug. Es geht nun um das Buch Denkanstöße 2020, herausgegeben von Isabella Nelte. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Kurz zu Isabella Nelte. Isabella Nelte studierte Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte, bevor sie sich mit einer antiquarischen Buchhandlung selbst einen Lebenstraum erfüllte. Isabella Nelte wohnt und arbeitet im Taunus und genau, kurz zu dem Buch Denkanstöße bzw. zur Reihe Denkanstöße, das ist nämlich eine jährlich erscheinende Reihe. Diese Reihe vereinigt kompaktes Wissen, ausgereifte Argumente und spannende Positionen eines Jahres mit dem Ziel, die wichtigsten Impulse aus Gesellschaft, Wissenschaft, Naturwissenschaft und Geschichte und Zeitgeschichte zusammenzuführen. So behauptet es, und so ist das Ziel des Verlages, nämlich des Piper Verlages. Komme ich jetzt einmal kurz zum Band 2020, Denkanstöße 2020. In dem Band geht es um lässigen Anstand, darüber berichtet Alexander von Schönburg und das Geheimnis lässigen Anstandes. Kai Strittmatter berichtet vom Alltag im Chinas Überwachungsstaat, der seine Finger bis in den Westen hat und sozusagen auch Produktionen, Filmproduktionen etc., Diskussionen an Universitäten etc. beeinflusst. Julian Niederrümelin und Nathalie Weinfeld widmen sich der Frage einer neuen Ethik im Zeitalter der Digitalisierung, im digitalen Zeitalter. Braucht es überhaupt eine neue Ethik? Wie kann diese aussehen? Und genau. Gleichzeitig widmet sich Roland Schulz in einem doch sehr bewegenden Text und einem sehr langen Text dem gesellschaftlichen Tabuthema Sterben und Tod und geht dabei der Frage nach, wie die Trauerbewältigung bei den Hinterbliebenen aussieht und wie die Trauerbewältigung aussieht. Und sozusagen, welche Phasen es sozusagen der Trauerbewältigung und der Trauer nach einem bei Menschen gibt, bei Individuen und stellt gleichzeitig sozusagen fest, dass es zwar dieselben Muster immer bei vielen gäbe, aber doch die Trauerphasen immer individuell sind. Das ist sozusagen eine ungleichzeitige Gleichzeitigkeit. Wie gesagt, so, dass die Trauer immer gleichzeitig und ungleichzeitig stattfindet. Also was ich gerade damit angesprochen habe, dass es die Trauerphasen zwar dieselben sind, dass der Trauer auch immer da bleiben wird, allerdings, dass die Trauer bei jeder Person individuell ist und sich nicht so kategorisieren lässt, dass die Trauer sich sozusagen festmachen lässt, bis dahin und dahin ist die und die Phase, bis da und dahin ist die und die Phase, sondern dass das immer bei jeder trauernden Person variiert. Genau, gleichzeitig gibt es auch noch einen Text über Reitsport, Pferdesport, über einen Leistungssport, olympisches Reiten und wie da mit Pferden gearbeitet wird, wie Pferde entdeckt werden, worauf da geachtet wird. War auch sehr spannend, muss ich sagen. Komme ich jetzt einmal kurz zum Fazit des Buches. Ist das ein Buch mit sehr wichtigen Themen des letzten Jahres, denke ich auf jeden Fall dabei, mit spannenden Positionen und Argumenten, würde ich jetzt mal sagen. Wünschenswert wäre mir noch ein Text über Fridays for Future und vielleicht auch noch Europa gewesen, die Europawahl. Gut, ich habe selbst privat einen europapolitischen Schwerpunkt, deswegen hat mir noch so ein bisschen gefehlt, auch gerade im Jahr
der Europawahl, dass da vielleicht, oder im Jahr nach der Europawahl, dass da vielleicht nochmal was zu Europa hinzukommt. Und genau, der Text über das gesellschaftliche Tabuthema Tod hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen. Er war mir ein bisschen zu lang, ein bisschen zu langwierig und hätte meiner Meinung nach etwas gekürzt werden können. Dafür andere Texte, zum Beispiel über das die Ethik im digitalen Zeitalter oder über Europa oder so, oder Fridays for Future, hätte gerne noch einen Text reingekonnt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber genau, weil das ja doch auch irgendwie im letzten Jahr 2019 viele bewegt hat, also mit Fridays for Future auf jeden Fall und mich auch noch Europa, aber ich denke andere auch mit Europa, wenn man sich die ganzen Kampagnen zur Europawahl anschaut, somit diesmal wähle ich von der JEF, I choose Europe, or this time I vote, etc. pp. Und genau, das soll es jetzt aber auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wünsche euch noch einen schönen Freitag und einen schönen Start ins Wochenende. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und noch eine Bewertung dazu lassen. Ansonsten habe ich jetzt gerade nichts mehr zu sagen. Sage tschüss, bis dann, haut rein, bis bald und genau, macht's gut.